Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 990. Unsere Aufholjagd ist heute mal nicht als Kurzvlog gekennzeichnet. Ich habe nämlich, ich glaube, 9 Themen für euch und ich habe ein bisschen Bedenken, ob ich die tatsächlich kurz zusammengefasst bekomme. Ich gebe trotzdem mein Bestes, denn wir wollen uns ja dann später nochmal ausführlich zusammensetzen. Aber jetzt steigen wir erstmal direkt ein, denn, wie gesagt, 7 Themen auf dem Zettel, noch 2 separat, die ich nicht vergessen will. Aber bevor es jetzt losgeht, vielleicht ein kleines Update. Wir hatten ja gestern über meine Waschmaschine geredet, für die, die es interessiert. Ich habe den Fehler gefunden, denn zum Glück ist die Waschmaschine noch nicht kaputt gegangen. Das wäre auch ein bisschen blöd nach knapp einem Jahr, seit ich sie habe. Ich habe sie ja erst letztes Jahr im Dezember, glaube ich, bestellt. Das habt ihr ja damals noch mitbekommen, haben wir ein Waschmaschinen-Update-Video gemacht. Ja, der Fehler war offensichtlich tatsächlich eine Socke. Das haben ja einige von euch schon in der Kommentarspalte geschrieben. So von wegen, sie hatten mal, dass die Waschmaschine eine Socke gefressen hat. Juna, Fladdy, ist doch gut. Und ich habe erst gedacht, ja, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn die Socke aus der Trommel da unten reinkommen? Dann habe ich dieses Flusensieb aufgedreht. Hey, hier ist gerade Redaktionsbesprechung, schaut mal. Juna und Fladdy sind in einer Redaktionssitzung. Und Juna macht ihren Standpunkt offensichtlich mit der Pfote deutlich. Also der kleine Fladdy, der nervt sie gerade so ein bisschen. Der will nämlich spielen und Juna will es nicht. Aber ihr seht, Fladdy ist direkt umgefallen und dann kommt Juna und tatzt ihn an. Und Fladdy macht wirklich nichts Böses, der liegt einfach nur da. Na Juna, jetzt hast du mitbekommen, dass wir dir zuschauen, hm? Also, falls es im Hintergrund knurrt, das ist die Juna, die ihren Unmut äußert, weil sie keine Lust hat, mit ihrem Fladdikanten zu spielen. Ja, seht ihr mal, wie groß das Tier mittlerweile geworden ist. Jetzt kommt Fladdys Pfote, jetzt kommt gleich wieder Julians, Kajas Pfote und vermöbelt ihn so richtig. Na, nur, bisher knurrt es nur. Hört ihr es krummeln? Sobald der Fladdy zu nahe kommt, kommen gleich wieder beide Pfoten geflogen. Christian schreibt, den Hocker finden die klasse. Jupp, den Kamelhocker finden alle beide klasse. Na, Juna? Gerade eben hattest du bessere Laune. Gerade eben ist sie nämlich hier herumgeschlichen und hat sich streicheln lassen. Ist ja auch mit auf dem Video-Vorschaubild. Ja, und der kleine Fladdy weiß gar nicht, was die Chefin für ein Problem hat. So, Redaktionssitzung beendet. Juna konnte ihren Standpunkt nachdrücklich darlegen. Aber jetzt kommen wir erstmal weiter zurück zu unseren Themen. So, noch kurz die Zusammenfassung von der Waschmaschine. Es war tatsächlich so, dass ich eine Socke ins Flusensieb gefressen hatte. Ich habe versucht, dieses Ding da rauszuziehen. Es hat die ganze Zeit blockiert. Ich konnte es zwar drehen, aber habe es nicht rausbekommen. Habe dann gegoogelt, ja, wahrscheinlich Fremdkörper drin. Ich soll die Waschmaschine auf die Seite legen, um das dann den Schlauch abzumachen. Da ich natürlich die Waschmaschine nicht an die Seite legen wollte und naja, die war ja auch voll und sowas, habe ich dann schlichtweg die Zange genommen, habe da ein bisschen stärker dran gezogen. Dann hatte ich das Ding in der Hand und da hing da tatsächlich eine Socke drin. So, jetzt läuft die Waschmaschine wieder. Jetzt wäscht sie anscheinend. Jetzt scheint es zu funktionieren. Ich habe die böse Socke jetzt nochmal auf einen weiteren Waschgang geschickt, in der Hoffnung, dass sie dann entsprechend wieder sauber und verwendbar ist. Sollte sich die Socke da nochmal reinfressen, dann fliegt die Socke in den Müll. Aber jetzt haben wir den Fehler gefunden. Deswegen konnte das Wasser nicht richtig abgepumpt werden, deswegen hat es eben immer die Fehlermeldung ausgeworfen. Schuld war eine Socke. Also so eine kleine Socke halt, jetzt nicht so eine Wollsocke. So, wer also ein Problem mit seiner Waschmaschine hat, es könnte sein, dass da tatsächlich eine Socke im Flusensieb hängt. Habe ich dann, nachdem mein halbes Badezimmer unter Wasser stand, festgestellt, dass da was drin hängt. Ich habe nämlich erst wieder dieses Wasser halt rauslaufen lassen. Habe gedacht, hä, beim letzten Mal habe ich dieses blöde Sieb aber schneller rausbekommen. Gedreht, 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 bestimmt 20 Minuten lang. Dann gegoogelt, ja, wenn das klemmt, dann klemmt da wahrscheinlich irgendwas drin an Fremdkörper. Hör dann eben mit der Zange eingehackt und raus damit und zack, kam die Socke angeflogen. So, jetzt kommen wir zur Themenberichterstattung. Denn wir schauen mal, als erstes gucken wir mal zu Boris. Denn wir wissen ja, Boris hat so ziemlich als einziger kritische Fragen in der Bundespressekonferenz gestellt. Ja, darf er ja jetzt schon länger nicht mehr. Die haben ja Doppeldödel eingeführt und seine Online-Fragen werden meistens geflissentlich ignoriert. Da geht normalerweise keiner drauf ein, auf die Fragen, die Boris einsendet. Und naja, live anwesend konnte er schon länger nicht mehr sein, weil sie nur noch Doppeldödel zulassen. Ihr eigentlicher Sinn, der eigentliche Existenzgrund, die Existenzberechtigung hinter der Bundespressekonferenz ist, Öffentlichkeit herzustellen. Also dafür zu sorgen, dass das, was die Politik so fabriziert, bei den Leuten auch ankommt. Und zwar nicht nur in Form von Gefälligkeitsfragen, was offensichtlich mittlerweile der herrschende Tenor in der Bundespressekonferenz ist, sondern vor allem auch, um kritische Nachfragen zu stellen. Ja, genau das hat Boris getan, wie viele andere ist falsch, aber 2, 3 andere haben es ja auch noch gemacht. Und der Dank dafür ist nicht etwa, dass sich die Kolleginnen und KollegInnen von Boris dafür bedanken, dass er möglicherweise ohne bissigen Chefredakteur im Nacken tatsächlich mal das Maul aufmacht und nachfragt. Nee,
Stattdessen haben sich Kollegen wie, ich will den gar nicht als Kollegen von Boris bezeichnen, aber das hat er ehrlich gesagt nicht verdient. Aber Leute wie der, wie heißt er denn, wie der Jung, haben sich dann hingestellt und stattdessen gegen Boris gehetzt, weil er kritisch nachfragt. Das haben die gar nicht ertragen. Ist ja auch klar, wenn sie sich auf die Fahne schreiben, sie würden kritisch fragen. Damit hat ja der Jung vor ein paar Jahren ganz groß Publicity rangezogen. Wenn die sich das auf die Fahne schreiben, die Bevölkerung aber sieht, die Leser sehen, die Zuschauer sehen, ja, da kommt ja gar nicht, der fragt ja gar nicht kritisch. Und da ist aber jetzt ein anderer, der es macht. Ja, da ist das ganze schöne Geschäftsmodell vom Thilo Jung kaputt. Ist klar, dass der da angepisst ist. Wenn plötzlich jemand kommt, der wirklich kritisch fragt, dass der damit nicht klarkommt, das ist logisch. Und andere Vertreter fanden das anscheinend auch nicht so geil. Die Süddeutsche hat ja auch massiv gegen Boris gehetzt vor einigen Monaten. Denn how dare you, er fragt ja tatsächlich kritisch nach. Aber schreibt ja, der Jung war früher auch mal kritisch. Ich bin mir relativ sicher, dass der Jung auf Regierungsposten schielt. Korrigiert mich, wenn ihr da andere Infos habt oder wenn ihr da was Genaueres wisst. Auf mich wirkt es so, als würde sich der Jung einschleimen wollen, damit er vielleicht als Regierungssprecher demnächst auf der Bank sitzt. So macht Geilheit nach dem Motto. Am Futterdruck mit zugelassen werden, einen schönen Dienstwagen bekommen. Ich denke, das ist der Hintergrund. Denn anders kann ich mir das nicht erklären. Ich bezweifle, dass jemand wirklich so dämlich sein kann, dass er komplett... Also ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht versteht, was seine Aufgabe ist, weil eigentlich müsste er ja kritisch fragen, was er ja früher auch mal getan hat, zumindest teilweise. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das innerhalb dieser paar Jahre komplett vergessen hat. So, auf mich wirkt das eher strategisch, abwägend. Er möchte gern auf der anderen Seite der Regierungsbank stehen, auf der anderen Seite der die Fronten wechseln, jetzt so zusammengefasst. Und das ist natürlich besser, das geht einfacher, wenn er sich ordentlich einschleimt, wenn er da Kontakte knüpft und so dieses klassische Herumschlawenzeln, sich verdient machen, dann kriegt er sicher auch einen Posten. Ich denke, darum geht's. Aber das ist nur meine Einschätzung des Ganzen, denn anders erklärt sich mir das nicht, wie der sich hinstellen kann und gegen kritische Fragen wettern kann. Also es ist seine Aufgabe, die vom Jungen und von allen anderen übrigens auch. Aber zurück zu Boris. Boris ist nun offenbar aus der Bundespressekonferenz geflogen, obwohl er ja seit Wochen schon gar nicht mehr rein durfte. Hat er nun bei Facebook öffentlich gemacht, hat auch mitgeteilt, wenn er dann genaueres weiß, wenn er mit seinem Anwalt geredet hat, dann kommen da noch konkretere Infos dazu. Aber sie haben es wohl nun nach monatelangem Bemühen geschafft, den Boris da rauszuekeln, rauszumobben. Denn kann ja nicht sein, dass jemand diese schöne Regierungseintracht mit kritischen Nachfragen stört. Gibt so ein schönes Internet-Meme, da sieht man Journalismus früher und heute. Journalismus früher, Politiker, Journalist mit kritischen Fragen gegenüber der Regierung und Bevölkerung, die dann wartet, was der Journalist rausfindet. Journalismus heute. Politiker, Journalist mit Sprachrohr in Richtung der Bevölkerung, der einfach nur das wiedergibt, was die Politik schwurbelt und die Leute damit Dauerbescheid. Ja, traurigerweise hat es sich längst dahingehend entwickelt. So, warten wir also mal ab, was dabei rauskommt. Ist ja jetzt nicht die allerneueste Bestrebung, dass man dann den Boris rausmobben wollte, dass man alle blockieren will, dass man alle diffamieren will, die kritisch nachfragen, die nicht alles, kritiklos abnicken und schlucken und den Leuten, denen die unausgegorene Propaganda vorsetzen. Das ist ja ein absurdes Tat, schon lange nicht mehr gewollt, dass da wirklich mal jemand nachhakt. Aber ihr wisst ja, wir haben eine Pressefreiheit. Ja, man hat die Freiheit, genau das wiederzugeben, was die Regierung gern hören möchte. Wenn man das nicht tut, hat man zwar auch die Freiheit, das zu machen, aber dann muss man die Konsequenzen tragen. Dann wird man wirtschaftlich kaputt gemacht, dann wird man sozial kaputt gemacht, dann wird man medial verbrannt und so weiter und so fort. Aber ja klar, es ist ja jedermanns freie Entscheidung, nicht wahr? Genauso frei wie die Entscheidung ist, die heilige Kuh zu verweigern. Das freiwillige Angebot. Ein freiwilliges Angebot, das man nicht ablehnen kann, das ist meiner Meinung nach eine Erpressung, aber schon gut. Hat man ja damals auch argumentiert, es wäre ja freiwillig, es wird ja keiner gezwungen. Nö, es wird keiner gezwungen. Ihr verliert dann eben nur eure Jobs, eure Existenz, könnt nicht mehr am Leben teilhaben und so weiter und so fort. Alles völlig freiwillig. Ja, nee, ist klar. Aber jetzt kommen wir zu den Themen, die ich auf meinem Zettel stehen habe. Denn es gibt mal wieder was aus der Rubrik, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Wie unser Lieblingshausmeister, Verzeihung, Facility Manager ja immer sagt, man kann ja gleiche Sachen nicht vergleichen. Kommt ja mal drauf an, wer das tut. So, jetzt haben wir was vom Spiegel. Da habe ich auch mal wieder gedacht, heilige Scheiße. Also lieber Lügel, könnte er da noch tiefer sinken? Na, wird schwierig, aber der Spiegel schafft das jedes Mal. Legt die Messlatte noch tiefer und marschiert aufrecht runter durch. Ja, wir wissen ja, wo die Millionen vom Spiegel herkommen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist belegt. Die haben zweimal knappe 3 Millionen von einer sehr dubiosen Stiftung bekommen. Die Stiftung macht das nämlich transparent. Der Lügel hat es dann Monate später transparent gemacht, nachdem bereits kritisch drüber berichtet wurde. Also das gilt als verifiziert, dass da die Millionchen rübergewachsen sind. Und da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Na klar, der Spiegel kriegt die Millionen zugeschustert, muss also, kann rausballern,
was er will jetzt, oder was er will in Anführungszeichen, dann rausballern, was die Politik will. Die Finanzierung ist ja gesichert. Ja, das ist ja dann auch scheißegal, ob man seinen Lesern irgendeinen Müll vorsetzt. Kommt ja nicht drauf an, dass die Leser die Scheiße kaufen, weil man kriegt ja sein Geld aus anderen Kanälen. Naja, zurück zum Lügel. Der Lügel unterstellt nun, dass es auf einer Demo in Nürnberg den Verdacht der Volksverhetzung gegeben hat. So, also das ist übrigens dieser Gummiparagraf, der immer nur dann zum Tragen kommt, wenn es der Regierung gerade in den Kram passt. Meistens genau auf die Sachen bezogen, die die gleichen Leute, die es da im Anschluss verurteilen, selber vorher rausgehauen haben. Denn hier haben wir es ja auch wieder, Volksverhetzung ist immer das, was regierungskritisch ist. Wenn die Regierung die gleiche Scheiße rausballert, dann ist es natürlich nicht volksverhetzend. Ist absolut okay dann. Also wirklich Schwachsinn hoch drei. Aber gucken wir mal, was nun vorgefallen ist. Auf der Demo in Nürnberg soll jemand, gut, es gibt auch ein Bild dazu, ein Foto dazu, das wird sich wohl wirklich so zugetragen haben, ich sehe aber da das Problem jetzt nicht. Auf der Demo in Nürnberg soll jemand ein Schild mit sich geführt haben, auf dem drauf stand, macht frei. Nicht das Wort mit A, sondern das Wort mit I. Wisst ihr alle, was ich meine? Genau das, was Sidolfus der 30. und unser Spani vor einigen Monaten selber ganz groß publiziert haben. In mehreren Pressekonferenzen, in mehreren Redebeiträgen, die macht frei, ohne keine Freiheit und so weiter und so fort. Das ist also der herrschende Tenor in der Bundesregierung. Also Sumpfen, macht frei, sagen diese Politiker seit Monaten am laufenden Band. Hundertfach zitiert in allen möglichen Mainstream-Medien. So, nun ist auf der Demo also jemand mit einem Schild anwesend gewesen, auf dem stand, macht frei. So, das ist jetzt eine Volksverhetzung. Da wird jetzt ermittelt. Wenn aber auf dem Fernsehturm in Düsseldorf staatlich gewollt projiziert wird, mit einem Projektor, heilige Kuh gleich Freiheit, ist das völlig in Ordnung. Erinnert ihr euch? Düsseldorfer Fernsehturm, das wirklich widerwärtige Bild, wo ich ja damals auch ein bisschen irritiert das bei Facebook geteilt habe und nachgefragt habe, naja, habt ihr Geschichte gerade geholt? Das widerwärtige Bild mit dem Fernsehturm, Sumpfen gleich Freiheit. Von allen hofiert, die Medien haben es gefeiert, die Kunstaktion. Die Politik fand es geil. Da ist keiner auf die Idee gekommen, von den Akteuren, die jetzt ganz laut schreien, dass das ja Volksverhetzung wäre. So, wenn das aber auf einer kritischen Demo gezeigt wird, der gleiche Satz, Sumpfen, Freiheit, dann plötzlich ist es Volksverhetzung? Also ihr merkt, wie krank diese Leute sind. Also es tut mir leid, lieber Spiegel, aber ihr seid doch irgendwie mit dem Klammerbeutel gepudert. Groß am Fernsehturm projiziert, oh wie toll, Kunstaktion und unterstützenswert, aus den Reihen des Spiegels und vor allem aus den Reihen der Politik. Auf einer Demo in Nürnberg, Volksverhetzung, HTRU, Ermittlungen. Also, wie lächerlich kann man sich machen? Entweder man verurteilt solche, in Anführungszeichen, Vergleiche grundsätzlich, dann müsste man das auch dem Sidolfus und Konsorten entsprechend anlasten, oder aber man lässt es bleiben, weil es ist halt einfach das Gleiche, was getan wurde. Jetzt können wir nicht mit dem, das eine ist das andere kommen. Es ist 1:1 die gleiche Aussage. So, dass die gleiche Aussage aber einmal böse und verwerflich und gemein und strafbar sein soll und auf der anderen Seite, wenn es von anderen Leuten geäußert wird, wiederum nicht, ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Muss man, glaube ich, also, das ist so abstrus, das muss man nicht erklären. Das kriegt jeder selber mit. Aber der Lügel macht da eine große Hasskampagne auf. Die Volksverhetzer in Nürnberg. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob die selber mitbekommen, was sie für eine Scheiße rauskotzen. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass die das nicht selber mitkriegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die das mitkriegen. Aber gut, wenn die Millionen rüberwachsen, wenn sie brav im Sinne der herrschenden Politik berichten, ja, ist da vielleicht doch eher der finanzielle Anreiz im Hintergrund, der die Scheiße möglich macht. Aber das muss einem doch auch als Autor auffallen. Ich meine, wenn man für den Lügel arbeitet, gibt es ja ein paar Leute, die machen das. Und man vor ein paar Monaten einen Artikel geschrieben hat, der lobend erwähnt hat, dass diese tolle Kunstaktion da am Düsseldorfer Fernsehturm stattgefunden hat, also Kunstaktion stattgefunden hat. Wenn man das vor ein paar Monaten lobend und beklatschend erwähnt hat und dann ein paar Monate später darüber hetzt, dass genau das Gleiche plötzlich Volksverhetzung ist, wenn es von Seiten der Kritiker kommt. Also da muss man doch selber irgendwie mitbekommen, dass die eigenen Synapsen abrauchen. Offensichtlich nicht. Aber weiter zur nächsten Meldung, denn ein paar Sachen haben wir noch. Gucken wir als erstes mal zum zweiten großen Tagesthema an der Stelle. Das hat die FAZ berichtet. Denn, ja, ich weiß, wir haben das alles schon besprochen, das ist wirklich Déjà-vu und täglich größtes Murmeltier. Aber nun ist es offiziell, denn die von der Leyen-Lobby-Buchte, die Selbsthilfegruppe derer, die ihre Handypins vergessen haben, die haben mal wieder was beschlossen. Ja, die EU-Kommission. Nun bekommen die Adoptionsunterlagen der heiligen Kuh ganz offiziell ein Ablaufdatum. Haben wir da nicht drüber geredet, dutzende Male, dass genau das kommen wird?
Wie lange wird es dauern, bis die vollständig wohl wieder als gelten? 9 Monate. Ja, 9 Monate. Ab 1.2. tritt das umgehend in Kraft. Da waren sie also ganz, ganz flott unterwegs, die von der Leyen mit ihrer Berateraffäre, hoffentlich nur in finanzieller Hinsicht, aber gut, mit dem Stell von Kindern, wer weiß, von dem Ende ist ja auch egal. Mag ja sein, dass da noch andere Affären im Hintergrund waren, das muss er selber wissen. So, aber die mit ihrem Beraterskandal, mit ihrem Handyskandal, wo plötzlich sämtliche Daten gelöscht wurden und trotzdem ist er nach oben gefallen auf der Karriereleiter, ja nee, ist klar, die hat nun also klar gemacht auf EU-Ebene, dass ab dem 1. Februar die Adoptionsunterlagen der heiligen Kuh ablaufen, also nach 9 Monaten ablaufen, sofern man nicht die dritte Kuh adoptiert. So, und was meint ihr, wie lange es danach wieder dauern wird, bis auch die dritte heilige Kuh ein Verfallsdatum bekommt, bis auch da eine Halbwertszeit raufgesetzt wird? Ja, Verschwörungstheorie, nicht wahr? Liebe Adoptanten der heiligen Kuh, eure heilige Kuh gilt künftig ab 1. Februar nur noch für 9 Monate. Jetzt schreibt gerade jemand alle 3 Monate, das wird das nächste sein. Das ist eine Abo-Falle, in die ihr da reingelaufen seid. Wurde euch ja erzählt, war ja alles nur Verschwörungstheorie, wollte ja keiner hören. Jetzt ist es soweit, jetzt ist es offiziell durch die EU-Kommission durchgepeitscht worden. Ab 1. Februar Ablaufdatum der ersten beiden heiligen Kühe, 9 Monate. Und dann werden wir sehen, wie lange es dauert, bis die dritte heilige Kuh abläuft. Wahrscheinlich weniger als 9 Monate, bis dann die vierte heilige Kuh abläuft. Also willkommen im Jamba für Dödel. Ja, ihr habt es nicht so gewollt, das ist jetzt blöd, weil ihr seid in der Regel nicht die Zielgruppe. Aber die Leute, die bei dem Irrsinn mitlaufen, die haben es offensichtlich so gewollt. Haben sich veralbern lassen, haben das Ganze alles mitgetragen und jetzt müssen sie halt sehen, wie sie da wieder rauskommen. Wenn sie weiterhin mitmachen, überhaupt nicht. Na, schauen wir zum Fokus. Wir haben nämlich noch was aus der Rubrik plötzlich und unerwartet. Also da haben wir ja mittlerweile die Liste der Einzelfälle, die ist lang. Dieses Mal schauen wir für plötzlich und unerwartet nach Japan, denn auch Prominente versterben im Jahr 2021 plötzlich und unerwartet überraschend häufig. Und zwar konkret die japanische Synchronsprecherin von Anna aus der Eiskönigin. Kennt ihr die Disneys Eiskönigin Anna und Elsa? Jeder, der irgendwie was mit kleinen Kindern zu tun hat, nicht Neffen hat, der weiß, was Anna und Elsa sind. So, die japanische Synchronsprecherin, 35 Jahre alt, ist nun komischerweise vor wenigen Tagen plötzlich und unerwartet verstorben. Die Ermittlungen laufen. Ja, wenn ich gerade Kokoro Mori die Ermittlungen leite, kriegt man vielleicht sogar mit, was sich dann zugetragen hat, denn bisher ist auch noch nicht sonderlich viel zu bekannt. Allerdings scheint man da zumindest in Japan zu vermuten, dass es nicht ganz so natürlich abgelaufen ist, denn naja, mit 35 mal eben spontan, ich glaube sogar im Zuge eines Auftritts da plötzlich und unerwartet zu versterben, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, da die Dame sehr stark in der Öffentlichkeit stand, eine japanische Schauspielerin ist, kann man zumindest vermuten, dass da vielleicht eine heilige Kuh adoptiert wurde. Ja, das ist natürlich alles nicht übermittelt an der Stelle, das wusste der Fokus nicht. Aber da die Propaganda in Japan, soweit ich weiß, genauso aussieht wie in Absurdistan und besonders Leute, die irgendwo öffentlich arbeiten, irgendwo Schauspieler oder und so weiter und so fort sind, da massivst genötigt werden, sowas zu konsumieren, zumindest hierzulande, würde es mich sehr wundern, wenn sie keine heilige Kuh adoptiert hätte. Ob es nun was mit der heiligen Kuh zu tun hat oder nicht, das werden wir vielleicht irgendwann mal sehen, wahrscheinlich eher nicht, weil das bestimmt dann in Absurdistan nicht vermeldet wird, wenn da eine Kausalität aufgezeigt wird. Aber es ist halt schon irgendwie faszinierend, was da momentan für zeitliche Korrelationen auftreten. Also ständig verstirbt jemand plötzlich und unerwartet. Jetzt schreibt Walter gerade, plötzlich und unerwartet ist der böse Zwilling vom Einzelfall. Ja? Also diese Formulierung in der Presse, plötzlich und unerwartet, die lese ich mittlerweile fast täglich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also es ist doch schon arg merkwürdig, dass ausgerechnet aktuell, wo massiv gewisse Propaganda geschoben wird, andauernd irgendwer plötzlich und unerwartet verstirbt. Quelle an der Stelle ist der Fokus. Das ist heute Nachmittag erst publiziert worden, also solltest du relativ leicht finden. Und die Dame heißt Sayaka Kanda, glaube ich. Ich kann es wieder nicht richtig lesen. Sayaka Kanda heißt sie. So, dürft ihr sie also einfach finden lassen, wenn ihr das nachlesen wollt. Ja, seltsam, seltsam alles. Hat natürlich nichts mit nichts zu tun. Sind alles nur tragische Einzelfälle, schon klar. Naja, warten wir mal ab, wie da in wenigen Jahren drüber gesprochen wird. Vielleicht geht man da dann ein bisschen unverblümter an die Sache ran. Ich sag nur Kontergan. Hat ja auch ein paar Jahre gedauert. Aber kann ja auch alles rein zufällig sein, nicht wahr? Gibt's eigentlich mittlerweile schon Listen zur plötzlichen unerwarteten Thematik alleine in Absurdistan? Also müsste man wirklich mal einfach nur so zahlenmäßig mal erfassen, wie oft plötzlich und unerwartet plötzlich im Fokus steht.
Sicher, man kann jetzt auch dazu sagen, aktuell ist die mediale Aufmerksamkeit ja sehr, sehr stark daraufgehend ausgerichtet. Aber da es ja nun seltsamerweise auch überwiegend Prominente aktuell betrifft, also was heißt überwiegend, das über 0815 normale Bürger berichtet die Zeitung ja nicht. Aber logisch, dass wenn irgendjemand, der in der Öffentlichkeit steht, da entsprechend plötzlich ein unerwartet verstirbt, dass es dann Zeitungsartikel gibt. Man kann also nicht unbedingt sagen, überwiegend Prominente, aber erstaunlich viele Prominente. Und da stellt sich mir schon die Frage, wie hoch ist denn da die Dunkelziffer? Wie viele sind denn noch plötzlich und unerwartet, die jetzt eben nicht, die jetzt keine Synchronsprecher aus Disneys Eiskönigin sind? Ich weiß nicht, ob man das wirklich wissen will. Aber wundert das irgendjemanden? Also jetzt mal ehrlich, das ist natürlich absolut tragisch, das ist ganz klar, aber ist das jetzt eine große Überraschung? Also mich überrascht ja eher, dass sie die Damen nicht als Zombiefall einstufen wollen, dass sie da nicht versuchen, einen Zombiefall draus zu stricken. Aber vielleicht glaubt das auch in Japan keiner mehr. Naja, weiter zur nächsten Meldung, denn wir haben noch ein paar Sachen. Wir gucken mal in die Stuttgarter Nachrichten. Da ist es nun so, dass es offensichtlich endlich die ersten Verfassungsbeschwerden gibt. Und zwar haben nun am heutigen Dienstag 23 Beschwerdeführer, ist noch nicht genauer aufgeschlüsselt wer, wie gesagt, Quelle Stuttgarter Nachrichten, 23 Beschwerdeführer Klage eingereicht, Verfassungsbeschwerde eingereicht bezüglich dem heiligen Kuhzwang in gewissen Branchen ab März. Wer also im Gesundheitssektor arbeitet, Pflegekraft ist, Altenheim, alles, was da irgendwie darunter fällt, der wird ja nun gezwungen, wenn er seinen Job behalten will, bis Mitte März drei heilige Kühe zu adoptieren. Also erstmal zwei und dann nach 3 Monaten die dritte, ihr wisst schon, also Abo und so. Und dagegen wird nun endlich vor Gericht gezogen. Allerdings hat das Ding noch nicht mal ein Aktenzeichen, weil es eben noch ganz, ganz neu ist. Und es ist natürlich auch die Frage, ja, wenn das Habert darüber entscheiden soll, was von der Murkse da brav ins Amt gehievt und angefüttert wurde, ist es da realistisch, dass da tatsächlich unabhängig entschieden wird, dass Habert, was zum Kanzleramtsdinner geladen wurde, während einem laufenden Prozess gegenüber der Bundesregierung, also gegen die Bundesregierung, naja, ob man da von einem unabhängigen Gericht ausgehen kann, das müsst ihr entscheiden. Aber es hat sich ja selbst seine Unbefangenheit bescheinigt. Oh, schaut mal, da kam eine Chefin, die hat nicht gesehen, dass der Flatty Cut hier liegt. Jetzt hat sich schnell eine Bremsung eingelegt. Jetzt guckt sie ganz doof, weil der Flatty hier hinten liegt. Juna, was denn? Nee, Flatty, du lässt die Chefin in Ruhe. Die tatzen wir nicht an. Die Chefin mag nicht angetatzt werden. Nein, Flat? Du bist eine Hierarchiestufe zu weit unten, du darfst die Chefin nicht betatzen. Nein. Sonst geht's dir wie den Julian Reichelt, willst du das? Ah nee, das wäre ja dann eher, wenn Juna ihn betatzen würde. Naja, ist auch egal. Ihr seht also, die Redaktion ist anwesend. So, zurück zum Thema Verfassungsgericht. Es wird nun also die erste Klage gegen diesen politischen Wahn angehangen. Allerdings wurde im gleichen Artikel auch berichtet, dass am 13. Dezember bereits eine Eilmeldung abgeschmettert wurde. Eine Eilmeldung, Blödsinn, keine Eilmeldung, ein Eilantrag abgeschmettert wurde. Denn es wurde unter anderem auch schon versucht, den Trippeldödel-Irrsinn im ÖPNV wegzuklagen. So, das Interessante ist jetzt, dass dieses Eilverfahren abgewiesen wurde ohne Begründung. Also kann man nicht vergleichen, die Stuttgarter Nachrichten haben das ein bisschen die Stuttgarter Nachrichten haben es zusammengeschmissen. Klar, das eine ist ÖPNV, völlig anderes Thema. Das nächste ist ein Zwang zum Konsum eines Produktes, ist jetzt wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber es ist ja beides ein kritisches Thema, beides der Regierung nicht unbedingt gelegen kommend. Und da ist es schon merkwürdig, dass einmal mehr ein Eilantrag abgewiesen wurde, von der Habert-Bude wohlgemerkt, wo ja, seit 2020 ein Merkel-Günstling an den Schalthebeln der Macht sitzt und im wahrsten Sinne des Wortes ein Merkel-Günstling, ist nämlich ein Parteigenosse von der Murksel, gemeinsam auf Wahlkampf gezogen und Murksel hat für ihn in seinem Wahlkreis damals, ich glaube 2009 war es, in seinem Wahlkreis damals Wahlkampf gemacht, damit der Habert in den Bundestag einzieht. Das ist schon merkwürdig, oder? Da fährt die Murksel persönlich los in seinen Wahlkreis, macht da ordentlich rührt die Werbetrommel, damit ihr Günstling ein Bundestagsmandat bekommt. Und ein paar Jahre später ist ihr Günstling plötzlich Verfassungsrichter. Ja, interessante Korrelation an der Stelle. Naja, zurück zum Thema Eilantrag. Es wurde nun also von, ich glaube sogar mehreren Klägern, ein Eilantrag gegen diesen Trippeldödel-Irrsinn gestellt. Und was soll ich euch sagen, ist natürlich nicht durchgegangen. Wissen wir ja, dass Eilanträge immer abgeschmettert werden, wenn sie regierungskritisch sind aktuell. Und das Spannende ist, dass es noch nicht mal begründet wurde. So, wurde also pauschal abgewiesen, ohne dass
dass man da mal darlegt, warum es abgewiesen wurde. Und das hat schon ganz schön in sich. Also, dass da die Harvard-Lobbybude mal eben sagt, nö, haben wir jetzt keinen Bock drauf, Tschüssikowski und weg. Aber was hat denn das noch mit einer vernünftigen Gerichtsbarkeit zu tun? Nicht sonderlich viel. Und vor dem Hintergrund, wie wir in den letzten Monaten erlebt haben, wie mit regierungskritischen Anträgen umgegangen wird, habe ich ehrlich gesagt nicht die allergrößte Hoffnung, dass dieser Verfassungsbeschwerde tatsächlich Erfolg hat. Denn wenn sich ein Gericht selber bescheinigen kann, dass es angeblich unbefangen ist, naja, ich weiß nicht, ob man da allzu hohe Erwartungen reinsetzen sollte. Auf niedrigeren Ebenen funktioniert es ja offensichtlich noch. Da gibt es dann auch eine vernünftige Entscheidungsbegründung von entsprechenden Gerichten. Da gibt es dann auch Gutachten, die angefordert werden, da wo dann wirklich abgewogen wird. Naja, der unterschiedlichen Rechtsgüter. Da hat man aber in der Regel auch keine Parteisoldaten sitzen. Denn wo lohnt es sich, seine getreuen Genossen zu platzieren? Ja, natürlich ganz oben, wenn es geht. Bedeutet das, zumindest aus meiner Sichtweise, die kleineren Gerichte aktuell die seriöseren, die neutraleren sind als die ganz großen Gerichte, weil da entsprechend die Parteigenossen sitzen. So, man kann nicht jedes kleine Landes- oder Oberlandesgericht mit entsprechenden Günstlingen besetzen. Irgendwann gehen einem die Günstlinge aus, irgendwann fällt es auf. Und so kommt es vielleicht, oder dadurch kommt es dann vielleicht zustande, dass es durchaus Gerichtsentscheidungen gibt, die sich sehr kritisch mit dem Wahn auseinandersetzen. Und auch wenn es Gerichtsentscheidungen gibt, die sich pro diesen Wahn aussprechen, gibt es da zumindest fundierte Begründungen dazu. So, beim Verfassungsgericht anscheinend nicht mehr. Und das ist schon ziemlich bitter. Und die letzte Begründung vom Verfassungsgericht, als sie mal wieder einen kritischen Antrag abgeschmettert haben, wo sie mal was begründet haben, nämlich den ganzen Wegspielirrsinn, den sie ja durchgewunken haben. So, die letzte Begründung, die war ja nun wirklich Hanebüchen ohne Ende. Also ich meine, das hätte ein Drittklässler besser zusammenschreiben können. Begründung, es war ja zulässig und angemessen, weil es war ja nur ein kurzer Zeitraum. Achso, das ist eine juristisch wasserdichte Begründung. Freiheitsbeschränkungen sind völlig okay, waren ja nur ein paar Monate, hat er alleine wieder aufgehört. Oh, da fährt der Staubsauger los. Gib mir mal eine Sekunde, ich muss den mal kurz stoppen. Jetzt ist 18 Uhr. Staubsauger, Losfahrtzeit. So. Staubsauger macht Pause, sonst rattert er nämlich im Hintergrund rum. Geplante Aufgabe hat bekommen. Er hat begonnen. Der kann nachher dann weiter staubsaugen. Machen wir weiter. Wir sehen nun also, es wird geklagt, inwiefern die Klage Erfolg haben wird oder inwiefern es da überhaupt eine seriöse Begründung, ein seriöses Verfahren geben wird, ein unabhängiges Verfahren. Das werden wir sehen. Ich setze da noch keine allzu großen Hoffnungen rein. Aber weiter zur nächsten Meldung, denn wir haben noch was vom Portal sächsische.de. Die sind nicht ganz so erfreut darüber, ja, wer kann das nur ahnen, dass immer mehr Menschen montags auf die Straße gehen. Und zwar in fast allen Städten in Absurdistan. In Brandenburg ganz viele, in Sachsen ganz viele, auch in Westdeutschland geht es langsam los, dass ich montags, mir wurde in der Kommentarspalte geschrieben, wohl 18 Uhr offiziell, ich habe irgendwas mit 18:30 in den Medien gelesen, aber dass ich nun seit einigen Wochen jeden Montag Hunderte, je nach Stadtgröße, tausende Menschen zusammenfinden und spazieren gehen. Und das Portal Sächsische hat nun mitbekommen, ja, in Löbau, da waren es nun gestern so viele Leute, da hat die Polizei ja kapituliert. Die konnten ja nichts machen. Ja, was soll die Polizei dann auch machen, wenn da friedliche Menschen einfach nur spazieren gehen? Das ist ihr gutes Recht. Da sieht man, langsam aber sicher wird die Luft für die Politik ein bisschen dünner. Und das ist genau das, was ich seit Monaten immer wieder sage und ihr ja genauso im Chat. So. Haben wir 100-mal drüber gesprochen. Man kann zwar bei großen Demonstrationen, die irgendwo zentral organisiert werden, natürlich schauen, dass man die Busse abfängt, man kann Straßen sperren, man kann auf die Leute einkloppen, man kann auf Abschreckung setzen, man kann versuchen, große Demonstrationen zu verhindern. Da hat man auch die Manpower für. So, man kann das aber nicht, wenn in ganz Absurdistan, ganz unkoordiniert, einfach friedliche Menschen auf die Straße gehen. So, wo will man denn dann die Straßen absperren? Wo will man denn dann blockieren? Da haben sie zum Glück nicht das Personal für. Da können sie jetzt vielleicht auch die Bundeswehr aufmarschieren lassen. Dann aber gibt es ganz, ganz unschöne Bilder, bei denen ich mich schon frage, wie will man das denn international verkaufen? Dass man dann möglicherweise Panzer auffahren lässt, um friedliche Spaziergänger zu bedrohen? Warten wir es ab. Wir sehen also, wenn genügend Menschen an genügend unterschiedlichen Orten einfach friedlich von ihrem Recht auf Präsenz auf der Straße zeigen, Gebrauch machen, dann ist diese Politik am Ende. Und man kriegt ja auch immer stärker mit, das darf man ja alles nicht offen sagen, ist ja alles ganz, ganz böse, aber man kriegt ja auch immer stärker offen mit, dass auch die Polizisten, die rangezogen werden, um die Leute da im schlimmsten Fall niederzuknüppeln, dass auch die überwiegend positiv gegenüber der Spaziergänger eingestellt sind. Klar, es gibt immer ein paar Ausnahmen, gibt auch immer welche, die es ein bisschen geil finden, mal ihre Macht auskosten zu können. Aber das, was ich so sehe, auch an Videomaterial und sowas, das zeigt mir ganz deutlich, dass viele Polizisten da mit einem Lächeln stehen und das gut finden, dass die Menschen auf die Straße gehen. Kann man also überhaupt nichts gegen machen vom politischen Elfenbeinturm aus, wenn einfach nur tausende Menschen in allen Teilen des Landes friedlich spazieren.
Spazieren kann man kaum verbieten. Ja, das versucht man jetzt. Die Lobbybuchte vom Tierarzt will da mal wieder ein bisschen Druck machen. Da kommen wir gleich zum nächsten großen Tagesthema, hat uns die Bild-Zeitung beschert. Denn heute ist ja wieder Candy Crush-Turnier. Jetzt, als ich vorhin den Themenzettel geschrieben habe, gab es noch kein Ergebnis. Reden wir dann im nächsten Vlog drüber. Wir wollen ja heute Abend sowieso noch mal gemütlich zusammensitzen. Wird dann wahrscheinlich eher, müssen wir mal schauen, wie viele Themen es gibt. Auf jeden Fall scheint der Tierarzt wieder frei zu drehen. Keine Sorge, Fladdy, du musst da nicht hin. Und fordert nun, Quelle Bild-Zeitung an der Stelle, sofortige maximale Kontaktbeschränkungen. Ach, brennt denen der Arsch? Kriegen sie jetzt langsam mit? Ja, das Kartenhaus bricht zusammen. Die Leute, die sind jetzt nicht mehr ganz so positiv der Paranoia gegenüber eingestellt. Kriegen sie mit, dass mit jeder Woche mehr Menschen auf die Straße gehen? Ja, klar, dass man da jetzt ein bisschen Panik nachlegen will. So, der Tierarzt fordert nun also einen Maßnahmenkatalog. Unter anderem will er sämtliche Restaurants dicht machen, will ein Gesangsverbot in Innenräumen verhängen. Also, naja, ein Gesangsverbot in Innenräumen und will natürlich auch die Leute wegsperren und die Regionen untereinander abschotten. Ja, so heftig hat er es nicht gesagt, aber da, wo viel Zombie-Seuche ist, da sollen sich ja die Leute nicht von Region zu Region bewegen können. Also die ganze Chose nochmal, die